Liebe Leute, das Projekt mit dem Helikopter, das ist ein bisschen schief gelaufen. Ich krieg's nicht hin, dass meine Aerodynamik von meinem Helikopter funktioniert. Deswegen habe ich jetzt ein anderes Projekt erstmal mir überlegt und habe mir erstmal überlegt, komm, wir bauen erstmal ein normales Flugzeug, was einfach mal in die Luft fliegt. Man kann echt viel in diesem Game machen, das muss man dazu sagen. Und die Physics sind sehr, 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 sehr heftig und anspruchsvoll. Also man muss echt beachten, was man baut, wie viele Querstreben man nimmt, wie schwer das Ganze wird und, und. Aber um euch mal vorab ein kleines Special zu zeigen. Ich habe versucht, ein Flugzeug zu bauen, sprich, wir haben den hinteren Teil, haben wir unten, ich weiß nicht, hier unten sieht man das gleich, einen Wing-Panel zum Hoch- und Runter wedeln, was weiß ich nicht, damit er das ausbalanciert. Eigentlich habe ich den hinteren, den quer, also den schrägen da auch noch benutzt, damit rechts und links ein bisschen was gemacht werden kann. Da muss ich vielleicht noch einen Control-Teil dahin machen, damit ich den bewegen kann für links und rechts. Und wir haben vorne die, sag ich mal, für den Antrieb, damit ich abhebe und dann ein bisschen zum rechts und links schwenken. Und ich kann euch eine ganz kleine Kostprobe davon geben, was ich bis jetzt schon geschafft habe. Es ist nicht gerade viel. Ihr seht, mit dem Ding kann ich hier so ein bisschen schwenken, wenn ich Gas gebe. Und bis jetzt habe ich es geschafft, dass das Ding auch wirklich abhebt. Also es fliegt. Das Problem ist einfach, es, ja. Diese Kamera ist teilweise so ätzend, muss man mal sagen. Ich demonstriere es mal von hier hinten. Gucken wir, ob das so funktioniert. Man sieht, dass das Ding abhebt. Man sieht aber auch, dass das Ding einfach mal nicht wirklich lenkt. Und ja, leicht zerfetzt. Wir könnten noch, um es noch spaßiger zu machen, könnten wir einfach eine Bombe irgendwo drauflegen. Komm, wir machen mal einen Bombenhalter vorne drauf. Und dann sieht das alles ein bisschen stylischer aus, wenn er Abgang kommt. Komm, der Abgang, der wird lustig. Gib's einfach nur mal Gas. Jetzt sieht das ein bisschen realistischer aus, wie so ein Hollywood-Film, ne? Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich wäre sehr begeistert über Tipps, wie man die Dynamik ein bisschen stabiler machen kann, damit das Flugzeug oder der Helikopter wirklich auch in der Luft stur bleibt und ich mit dem Flugzeug auch gerade fliege und er nicht auf einmal abschwenkt, weil ich meine, von der Gewichtsverteilung her und vom Speed sind die alle gleich. Die sind alle genau, haargenau gleich. Aber er zieht trotzdem nach rechts und ich bin mir auch immer unsicher, warum. Es kann natürlich auch sein, dass hier Windbegebenheiten sind. Da muss ich das versuchen zu beachten, aber so genau weiß ich das nicht. Deswegen hoffe ich, dass ihr Kommentare lasst oder irgendwas runterklatscht, Daumen lasst, Views lasst, so wie ihr es gerne möchtet. Publiziert das Video gerne. Vielleicht kennt ihr einige Leute, die Besiege kennen und ein paar Tipps für mich haben, um mir zu sagen, wie ich das hinkriege. Und ich sag einfach mal, haut rein und bis zum nächsten Video.